Damit haben Sie mich in eine sehr verdächtige Lage gebracht. Ich habe Tenners Zimmer nicht betreten. Ich gebe dir mein Wort. Ihr Wort? Was ist das wert? Ein Schilling, ein Penny oder gar nichts. Und zum letzten Mal, hören Sie auf, du zu mir zu sagen. Die Zeit ist lange vorbei. Ich warne Sie. Treiben Sie es nicht zu weit, sonst lege ich eines Tages die Karten auf den Tisch. Um den Rest Ihres Lebens hinter Gittern zu verbringen? Ja, mit Ihnen zusammen. Aber was Sie verlieren, ist weit mehr. Gehen Sie. Zeit! Was wollen Sie? War Chico oft bei Ihnen? Hat mir gesessen, so oft er konnte. Bei der Gelegenheit haben Sie ihn angestiftet, Ihre Verwandtschaft auszurotten. Was? Sie unterschätzen mich, Tenner. Ich pflege meine Morde prinzipiell selbst zu begehen. Chico lebt nicht mehr. Das schlechte Gewissen hat ihn in den Tod getrieben. Ich konnte Sie nie leiden, Tanner. Und Ihre makabren Scherze. Nein, 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 das ist kein Scherz. Mr. Ross, das ist die Wahrheit. Chico hatte Angst. Panische Angst, dass ich ihn zu einem Geständnis bringen würde. Was wollen Sie damit sagen? Damit will ich sagen, Chico hat zwar die Morde begangen, aber er war nur das Werkzeug. Geplant hat sie ein anderer. Mr. Ross. Milady, es ist angerichtet. Danke, mein Liebling. Gesegnete Mahlzeit. We'll be right back.